willkommen zum nächsten Videotest. Wir haben uns Resistance 3 besorgt und sind jetzt hier auch schon mitten im Spiel. Wir haben die Intro-Sequenzen mal weggelassen, damit wir euch möglichst viel vom Spiel selbst zeigen können. Wie ihr seht, sind wir jetzt hier auch gleich schon im ersten größeren Gefecht, beziehungsweise ist es eigentlich sogar das erste richtige Gefecht. Kurz vorher konnte man noch die Waffen in einer Art Tutorial kennenlernen. Das ist aber nicht so wirklich interessant gestaltet, da macht es doch schon deutlich mehr Spaß, gegen richtige Gegner hier anzutreten. Resistance 3, mittlerweile der dritte Teil, eigentlich sogar der vierte, weil zwischendurch gab es dann auch mal einen PSP-Ableger. Präsentiert sich mal wieder hier alles andere als mit Samthandschuhen, weil hier geht es eigentlich ziemlich zur Sache. Überall splattern irgendwelche Gegenstände von den Aliens herum. Das, was wir hier sehen, sind Hybriden. Soweit ich die Story jetzt verfolgen konnte, weil ich muss gestehen, ich habe kein anderes Resistance Teil gespielt, also das ist jetzt quasi hier mein Einstieg. Befindet sich ein Virus hier auf diesem Planeten, unserem Planeten auf der Zukunftserde. Und dieser Virus befällt willkürlich irgendwelche Menschen. Und kurz später kamen dann noch irgendwelche Aliens und irgendwie werden die Aliens nach und nach zu Sklaven mutiert und kriegen dann hier solche Kühlpacks aufgesaugt. Soweit ich das verstehe, brauchen diese Aliens diese Kühlung und haben jetzt im dritten Teil vor, die Erde quasi zu terraformen. Das, was wir eventuell irgendwann mal auf dem Mars anfangen werden, wollen die Aliens hier auf der Erdoberfläche erreichen. Dazu gibt es mehrere Terraformer und vor allem einen großen Terraformer in New York, der irgendwie ein Wurmloch zum Weltraum geschaffen hat. Und deswegen entweicht an dieser Stelle die komplette Erdwärme und kühlt nach und nach die Erde aus. Deshalb ist es jetzt unsere Mission, dass wir möglichst schnell New York erreichen, um irgendwie die Erde zu retten. Wir sind jetzt hier noch ganz am Anfang des Spiels. Das Schicksal unseres Helden ist dem Helden jetzt noch nicht bekannt. Allerdings ist man hier sehr verwundert, dass die Aliens angreifen, weil man meinte, dass man sich gut vor den Aliens versteckt habe. Aber wie das so ist, ist es dann doch nicht so und man befindet sich mitten im Kampf. Optisch sieht Resistance 3 eigentlich ziemlich gut aus. Wie ihr seht, gibt es hier wirklich tolle Lichteffekte. Dadurch, dass es sich hier um einen Exklusivtitel für die PlayStation 3 handelt, kann man hier natürlich auch extrem für die PlayStation 3 angepasst programmieren. Und ich finde halt gerade die Lichteffekte kommen sehr, sehr schön rüber. Erinnert einen auch irgendwie an die üblichen PlayStation 3 Techniken. Alles sieht sehr plastisch aus. Ja, und wenn man hier solche tollen Weitwinkelsequenzen sieht, dann ist das umso toller. Ich lasse euch jetzt aber mal die Sequenz anschauen. Nein, da unten sind wir nicht sicher. Wir müssen die Stadt evakuieren. Wenn man heutzutage einen Shooter in die Hand bekommt, dann ist eine filmreife Inszenierung ja fast schon Pflicht. Und entsprechend hat es gerade schon ziemlich gekracht. Und wie ihr seht, geht es jetzt hier richtig zur Sache. Überall kracht es, da ist ein riesiger Match Warrior, der hier irgendwie Raketen auf irgendwas weit entfernt schießt.
unsere Mission ist jetzt einfach, davor zu flüchten, weil wirklich eine Chance haben wir hier nicht. Und wow, da geht's dann nicht zur Sache. Da kommt das große Vieh an und macht hier einfach mal die Hütte kaputt. So geht's dann aber auch nicht. Aber wirklich eine Chance haben wir jetzt auch nicht, deswegen fliehen wir jetzt lieber an der Stelle erst einmal. Und schon sind wir dann in einem Haus. Gut, ob das jetzt natürlich die nötige Sicherung bringt, weiß ich nicht. Aber anscheinend hat uns das große Ding auch nicht wirklich bemerkt. So, dass wir unseren Weg binnen Stadt, wir sollen hier nämlich die Stadt erreichen, einfach fortsetzen können. So, und da wird schon wieder die nächste Tür geöffnet. Und da befinden wir uns dann auch schon wieder auf der nächsten ländlichen, auf dem nächsten ländlichen Abstrich. Und sehen hier, dass hier jetzt auch schon wieder ein ganz neuer Gegnertypus kommt. Bedeutet, stärker gepanzert, hält mehr aus, aber ja, auch kein Problem, wie man sieht. Ich muss natürlich gestehen, ich habe zu Anfang auf die einfachste Schwierigkeitsstufe gestellt. Entsprechend ist der Schwierigkeitsgrad auch recht weit unten. Dadurch, dass Resistance 3 aber jetzt mit einem Lebensbalken arbeitet und nicht mit den mittlerweile üblich gewordenen Auto-Recovery, bedeutet Auto-Heal, ist das auch ganz gut für meine Wenigkeit. Weil so der große Shooter-Spieler bin ich dann doch nicht. Und ich komme da lieber recht einfach durch, ohne jetzt großartig irgendwelche Frustmomente zu erleben. Als wie, ja, dass ich hier meine Fähigkeiten völlig überfordere. Wir haben jetzt hier auch schon wieder eine neue Waffe. Waffen kriegt man natürlich mit der Zeit auch immer mehr. Das Besondere an dieser Waffe ist, dass wir A, uns selbst ein Schutzschild aufbauen können. Jede Waffe hat nämlich einen Zweitangriff. Und B, dass wir hier durch Wände schießen können. Die Projektile sind quasi unaufhaltbar. Hat damit zu tun, dass die Projektile auch durch unser geschaffenes Schutzschild durchkommen müssen. Und man hat quasi so eine Art Hitzedetektor, der überall durchgeht. Und wenn wir dann dort durchschauen, sehen wir halt sämtliche Gegner in einem orangen Markierung, nennen wir es doch so. So, und so bauen wir uns immer wieder ein Schutzschild auf, schießen einfach die Mobs ab und die haben überhaupt gar keine Chance. Sorry für den Ausdruck Mobs, das hat einfach was damit zu tun, dass ich früher viel World of Warcraft gespielt habe. Ja, heutzutage gehört es wohl schon eigentlich dazu, dass man hier so eine Bombast-Aufmachung macht. Ihr seht, alles ist ziemlich übertrieben. Wir werden hier gerade übelst groß angegriffen. Und spätestens seit Call of Duty weiß man, das verkauft sich. Also wieso auch nicht. Und optisch macht das dann alles ja auch ziemlich was her. Ja, zurzeit ist es eigentlich noch ziemlich viel Rennen, lernen alles kennen. Ich hoffe ja, dass mit der Zeit dann auch ein bisschen mehr Abwechslung ins Spiel kommt, aber ich bin guter Dinge, weil normalerweise ist ein Insomniac ja eher für ziemlich hochwertige Spiele bekannt und ich denke mit Resistance 3 wird man dort auch nicht wirklich enttäuscht werden. So, wir kommen dann auch schon wieder langsam, wie sieht es mit der Zeit aus, 10 Minuten, okay. Ah, geht noch ein bisschen was. Würde ich Resistance 3 weiter spielen? Auf jeden Fall, denke ich. Ich muss nur gucken, wie sich das Ganze mit dem Lebensbalken entwickelt. Ich vertraue der Sache noch nicht so ganz. Ich war ja echt Befürworter für die neue Entwicklung mit dem Auto heilen. Aber es wird sicherlich auch Leute geben, die das bevorzugen, weil solche Kämpfe werden dann ja doch schon anspruchsvoller und wenn man dann wirklich auch einen größeren Schwierigkeitsgrad nimmt, dann steigt natürlich auch die Anforderung und dann muss man natürlich seine Fertigkeiten ausspielen, was den einen oder anderen dann sicherlich erfreuen wird. So, oh oh, ich bin jetzt hier fast tot, was mache ich hier?
Ich glaube, ich rede zu viel. Oh, Alter, man braucht kein Healpack in sich. Das ist jetzt natürlich schlecht, sondern das ist eigentlich genau das, was ich meine. Das habe ich halt echt ein Problem. Und ich weiß jetzt auch nicht, wo ich ein Healpack herbekomme. Tja, und schon wieder ein Balken weg. Ich glaube, das wird nichts. Sollte ich gleich sterben, dann breche ich an dieser Stelle ab. Dann gibt es heute einen etwas kürzeren Videotest. Aber ihr habt ja gesehen, das Spiel sieht optisch sehr gut aus. Von daher kann man hier nicht wirklich viel falsch machen. Den vollen Test gibt es dann wie immer auf spieleberichte.de und playstationvita.de. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns abonniert. So, ne, ich glaube, das wird nichts. Jetzt bin ich gleich tot. okay, ich hab's geahnt. Deswegen klinke ich mich jetzt mal hier an dieser Stelle aus und hoffe, ihr besucht uns. Da seht ihr auch nochmal eingeblendet, wie es eben aussieht, ne? Was ihr alles von uns habt. Und wie gesagt, es wäre sehr schön, wenn ihr uns abonniert. Bis denn.